Yo ho ho, St. Elmo ist mal wieder hier und willkommen zum zweiten Türchen des CSGO Adventskalenders 2017. Bevor wir starten, möchte ich noch kurz auf das Video von gestern eingehen. Und zwar habe ich ja gefragt, also nach eurer Meinung gefragt, ob ich das jetzt mit der Teilnahme ändern soll oder nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen, es bleibt wie es ist, weil ich würde jetzt nur ungern das ändern, während der CSGO Adventskalender schon läuft, weil sonst würde ich da vielleicht nur für Unruhe sorgen, manche Leute verwirren und ja, meine Entscheidung ist einfach jetzt, wir ziehen es durch. Wenn ich nächstes Jahr wieder einen Adventskalender machen werde, was gut möglich ist, werde ich das dann von Grund auf ändern und gleich alles von Anfang an anders machen. Aber ja gut, man konnte es ja nicht wissen, dass YouTube mit den neuen Community-Richtlinien mir das so dazwischen funken. Weil letztes Jahr hat es ja ganz gut geklappt. Und jo. Das war dann mal meine Worte dazu. Dann hätte ich auch noch einen zweiten Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte. Und zwar habe ich ja heuer wieder diese Möglichkeit, dass ihr den Pot vergrößern könnt, dass ihr einen Teil dazu beitragen könnt, um den CSGO Adventskalender 2017 noch krasser zu machen. Und ich mache das auch genauso wie letztes Jahr, wenn ihr mir was offert an Skins, was ich raushauen soll. Wie gesagt, ihr könnt euch einen Tag dazu aussuchen, wann ich die rausreferen soll. Ihr werdet in der Infobox verlinkt von dem Video, wo dann die Preise rausgehen an dem Tag. Und ihr werdet auch im Video verlinkt, beziehungsweise euer Steam-Profil, YouTube-Account oder Kanal, Twitter-Kanal oder was ihr euch verlinken soll. Oder wenn ihr anonym bleiben wollt, dann ist das auch kein Problem. Aber letztes Jahr wart ihr da, sage ich mal, fleißiger. Gut, dann bevor wir jetzt die Gewinner ziehen, muss ich euch nochmal sagen, was gibt es heute. Und zwar habe ich mich gleich für dieses Dreieck hier entschieden. Erster Preis eine Scout Big Iron, zweiter Preis ist eine Auk Chameleon und dritter Preis wäre eine P90 Asimov. So. Skur. Die Gewinner von gestern setzen ja heute aus. Dann würde ich auch gleich mal sagen, lass uns die drei Gewinner ziehen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was war der erste Preis. Eine Scout Big Iron geht raus an den Backslammen 190. So Jungs, morgen ist es soweit. Mit 921 Kommentaren, jo, Glückwunsch mal an dich. Dann, der zweite Preis war die Auk Chameleon. Die geht raus an den. Okay, kalt getoastet, an dich nichts. Du hast gestern schon gewonnen, das heißt, es gibt einen Reroll. Die Auk Chameleon geht... Junge. Jetzt mach mir hier keine Probleme, ich habe nicht so viele Tabs offen. Sir Kadal mit 1377 Kommentaren. Also, Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das macht, dass ihr so viele Kommentare schreibt, ohne dass ihr gebannt werdet. Anscheinend geht es. Also, es ist wahrscheinlich, wenn ihr jetzt gerade 1000 Kommentare am Stück schreibt, dann ist das so... Also, chillt. Macht jeden Tag ein paar, 200, 300, 400, dann sollte das schon klappen anscheinend. Sonst würde ich mir das nicht erklären können. Ich finde besser als It's Jode 02. Möglich. Nur die Frage ist, was? Und dann der dritte Skin, dieser Bart, geht mir so übelst auf den Sack, Jungs. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Haare ich da immer fresse von dem Scheiß. Der dritte Skin war die P90 Asimov. Die geht raus an den... Cool, er hat kommentiert mit Oli, hat insgesamt 582 Kommentare. Somit sage ich auch Glückwunsch an euch drei. Für die Leute, die jetzt das erste Mal einschalten und sich jetzt fragen, wie kann man teilnehmen, wie funktioniert das, was ist das hier genau? Erster Link in der Videobeschreibung ist das Teilnehmervideo, da erkläre ich, wie ihr teilnehmen könnt, was der CSGO Adventskalender ist und was halt sonst noch so anliegt beim CSGO Adventskalender. Und dort könntet ihr auch gleich teilnehmen. Also schaut euch einfach das Teilnehmervideo ganz an, dann wisst ihr Bescheid und kennt euch aus. So, und dann werde ich gleich noch einen zweiten Link in die Beschreibung packen, wo meine Trade-URL ist, falls ich jetzt jemanden überzeugen konnte, dass ihr noch was beitragen möchtet zum CSGO Adventskalender. Wenn ihr durch meinen CSGO Adventskalender gehypt seid auf alles und jeden, dann lasst mir den Daumen nach oben da, damit ich das auch sehen kann. Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex. Nee, Moment mal. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Santa Elmo.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some coal.